Ja, liebe Freunde, heute zeige ich euch wieder ein neues chinesisches Handy. Aukitel, noch nie gehört. Ich habe schon eine Zeit lang auf dem chinesischen Markt ein klein wenig Erfahrung, aber dieser Hersteller liegt mir noch nicht über den Weg. Was kommt aus der Verpackung? Eine edle Hardware mit einem netten Design mit Metallrahmen, relativ flach, mit internen Akku, liegt gut in der Hand. Schon alleine das Outfit hat mich neugierig gemacht, weil es ziemlich edel ist. Jetzt interessiert mich natürlich, wie sind denn die inneren Werte? Vorweg, liebe Freunde, es ist ein nützliches Handy. Ich glaube, bei den Chinesen zieht nicht nur die Ökonomie ein, auch der Sinn für das Erforderliche an einem Handy. Manche werden rummosern, okay, diesen Sock bzw. die Performance des Socks, das gab es schon bei den MT6582, gebe ich zu, aber ehrlich gesagt, wozu braucht man Performance bei einem Handy, was nützlich sein soll? Natürlich spiele schon, ich spiele nicht. Ja, wie kriegt man die Dinger da rein? Das ist immer interessant. Dieser kleine Auswerfer verliert den nicht, der ist der Packung beigefügt. Den werde ich oft brauchen, hat nämlich diese nützliche Funktion, den Schlitten auszuheben. Sehr vorsichtig, liebe Freunde. Am besten, ihr legt den Schlitten gleich so hin, wie er rausgekommen ist, dann schiebt er nicht versehentlich verkehrt rum rein. Was nimmt der Schlitten auf? Beschriftet es außerdem. Er nimmt zwei Mikro-SIMs auf oder nur eine Mikro-SIM und eine TFT. Hier hätte ich mir einen Triebeschlitten gewünscht. Qubot kann das. Ja. Ihr seht, dieser Mikro-SIM hat gleich ein wenig Spiel. Beim Reinschieben gebe ich euch den Tipp, macht es vorsichtig. Nicht mit Gewalt, aufpassen, dass er nicht verkantet, nicht schwergängig ist. Schiebt ihn vorsichtig rein und schiebt ihn vor allen Dingen so weit rein, dass er bündig abschließt. Ja? Ich zeige es hier nochmal im Bild. Also darauf achten, dass nichts vorsteht. Wie bekomme ich es wieder raus? Immer eine gute Frage. Ihr seht, ihr mit diesem Auswerfer möglichst gerade reinfahren, dann hebelt ihr das aus und könnt den Schlitten so vorsichtig, wie ihr ihn reingeschoben habt, natürlich auch wieder entfernen. Ja, das waren die Vorbereitungen. Jetzt würde ich euch zeigen, welche inneren Werte das Handy hat. Uns kommt ein einfacher Launcher entgegen. Ich persönlich finde den so schlecht nicht. Was macht man immer zuerst? Ich gehe immer zuerst in die Einstellung und schaue mal so ein paar Kernsachen an. Wie lässt sich das Display steuern? Es ist adaptiv, also in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit. Und man kann die Helligkeitsstufe auf diese anregen. Auch mit der Hand sozusagen justieren. Hier ist immer ein interessanter Fakt, hat das Display eine WLAN-Übertragungsmöglichkeit? Kann ich also meinen Inhalt des Displays auf andere Wireless-Displays übertragen? Das Handy kann es. Ja, habe ich mir verquatscht. Jetzt seht ihr, das kann natürlich vielfältig gesteuert werden durch den Annäherungssensor, durch das Touch-Display und durch die Kamera. Könnt ihr also Gesten nutzen, Annäherungen nutzen, damit ihr sozusagen das Telefon aus dem Schlafzustand holt oder in den Schlafzustand versetzt. Schauen wir uns ein bisschen den Speicher an. Da habe ich schon modernere gesehen mit 16 GB eMMC. Ist er gut ausgerüstet, allerdings warum sie da immer noch zwei Partitionen haben, einmal in den internen Telefonspeicher und dann am Telefonspeicher. Das heißt also, Apps
und Daten für abzutrennen, das sehe ich irgendwie nicht mehr richtig ein. Auch die prozentuale Anzeige lässt sich oben beim Akku einstellen. Schauen wir mal, die Apps interessieren uns jetzt gerade momentan nicht, sind alle Standard-Apps drauf, aber seht ihr, was sagt der RAM, also 2 GB RAM, momentan langweilt er sich. Warum soll er sich auch Stress machen? So viel haben wir ja mit dem Ding gerade noch nicht gemacht. Also 2 GB RAM sind völlig ausreichend. Ja, hier kommen nochmal die Steuerungsmöglichkeiten. Ich zeige es euch dann. Ich habe eine abgesteuert bzw. gesperrt. Ich erzähle, wodurch habe ich das sperren können? Das Ding hat einen Fingerblender. Also, das ist natürlich wunderschön. Vor allen Dingen, der funktioniert datenlos. Man muss nicht ziehen, sondern man berührt einfach. Also, wie so Fingersensor eben halt wirkt, nicht ziehen, sondern einfach nur berühre. Ja, hier nochmal Steuerung durch Gesten, also durch vorbeiziehen. Ich kann also, seht ihr, den Launcher durch meine Hand rüber und über bewegen. Und ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich brauche es eher nicht. Zumal ich das Display erwecken kann mit Double-Click und das reicht meistens. Über das Telefon, da hat Lollipop jetzt einen eigenen Schirm. Hier seht ihr technisch für euch interessieren, aber Seriennummer, das ist wieder auch so ein Lapsus, der hat natürlich keine Seriennummer, also die 0 bis F ist ein Fake. Lollipop, okay, da sind sie vorn dran, der neue Hersteller, also. Allerdings, ich sag's nochmal, das Lollipop, was hier drauf ist, hat noch nicht voll 64 Bit, sondern 32 Bit Lollipop. Werde dann mehr am Tutu sehen. Ich habe hier ein paar Gruppen vorbereitet, die gehen wir einfach mal durch. Die Systemaktualisierung war nicht in den Einstellungen zu finden, ist ein eigener App. Solltet ihr bei Anlieferung prüfen, gibt es ein Update, es gibt noch keine. Ja, jetzt wird das Antutu schweigen. Warum? Das habe ich gesperrt. Ich lege meinen Finger hinten auf den Sensor und schon kann ich diese Anwendung nutzen. 20.260, okay, dazu lasse ich mich nicht aus, mittelmäßige untere Schwelle, aber für die nützlichen Eigenschaften des Telefons durchaus ausreichend. Spiele machen einen großen Bogen um das Ding, dafür ist es eher ungeeignet. Ich zeige euch das nochmal an einem speziellen Test. Sag mal nicht so viel, man kann es ja wohl erkennen. Hier seht ihr, der MT6735P, was das auch immer sein soll, ist sozusagen eben getaktet mit 1 GHz maximaler Taktfrequenz. Auch wenn man hier weiter scrollt, kommt man irgendwann mal zu den Sensoren. Hier sind 3 Sensoren, mehr nicht. Ganz nützliche Sensoren, aber Kompass ist die Anzeige. Dieser Test ist viel interessanter. Der zeigt nämlich, welche Codecs sozusagen die Firmware implementiert hat, einschränkungsfrei benutzbar sind und welche eher nicht. Deswegen, es sind nur 2 unübliche Codecs, eher nicht nutzbar. Die Mitte, da ist mal der Ton und mal das Bild nicht so richtig zu sehen. Völlig ausreichend für den Normalgebrauch. Das Display ist ein gutes Display. Man kann sich so ein bisschen erahnen. Ich zeige es in einem anderen Test dann nochmal. Hat keine Pixelfehler, hat eine gute Grauskala. Ist sehr nivelliert, hat sehr, sehr kräftige Farben. Ist relativ blickwinkel stabil. Also ein IPS ist es auf alle Fälle. Sensoren sagte schon, das sind 3, also ein Beschleunigungssensor, ein Annäherungssensor und ein Lichtsensor drin. Für den
normalen alltäglichen Gebrauch sind die gerade noch ausreichend. Schmerzlich vermisst man eine LED, also eine Message-LED. Da kann ich machen, was ich will, kommt keine zum Vorschein. GPS, da gibt es ein eigenes Video von mir, da machen die GPS-Testfahrten. Fazit, ist nutzbar. Selbst mit einem Online-Navigationssystem wie Google Maps erzielt ihr gute Werte. Können die Antennen konstruieren? Schauen wir mal. Das WLAN zeigt eine durchschnittliche Empfindlichkeit, keine schlechte und keine so spitze. Ich habe natürlich ungerecht ein 300-Dollar Handy daneben gelegt, mein Asus, das kann es ein bisschen besser. Vor allen Dingen kann das auch das 5 GHz Band gut. Nicht, dass unser Testkandidat das nicht konnte, aber die Empfindlichkeit im 5 GHz Bereich ist minimal. Ja, GSM-Signal, dazu sage ich nichts, das hängt sehr vom Standort abhängig, ich habe also keine Nachteile bisher entdecken können. Es interessiert natürlich immer, welche Bänder sind umgesetzt. Im GSM-Bereich alle üblichen, zwei UMTS-Bänder sind nutzbar und alle in Deutschland eingesetzten LDE-Bänder. Alle, einschließlich des Band 20, was man bei vielen chinesischen Handys vermisst. Google Play Store funktioniert, ist nicht selbstverständlich, weil in China ist der Google Play Store eher gesperrt. Kann man telefonieren? Ich versuch's mal. Naja, da haben meine E-Plus-Freunde ein Problem, aber warum? Da ist natürlich eine Windkarte drin, die macht das gerade nicht. Ich verstehe das zwar nicht, aber telefonieren kann man bestimmt. Hier zeige ich euch, dass auch dieser Annäherungssensor einen Sinn hat. Natürlich, wenn ihr das Ding an das Ohr haltet, dann geht das Display aus. Nicht wundern. Eine Kamera hat das Ding auch. Eine ziemlich gute. 8 Megapixel, alle anderen Angaben sind interpoliert. Auch die Rückkamera macht einigermaßen gute Bilder, ist allerdings nur eine 2,3 Megapixel Kamera. Hier zeige ich euch die Einstellungen der Kamera, es sind eigentlich fast alle vorhanden, die man sich wünscht. Hier seht ihr ein bisschen die Megapixel, ne? Das hängt ein bisschen ab, ob ihr Vollbild oder 4x3 eingestellt habt, also 12 oder 13 interpoliert. Nativ ist ein 8 Megapixel Sensor verbaut. Die Bilder schaut euch am Ende des Videos an, da hänge ich euch Beispielbilder ein, sind nach meinem Dafürhalten für den Otto Normalverbraucher völlig nutzbar. Die rote Aura, die jetzt neuerdings viele solcher MDK Handys haben, ist hier nicht vorhanden. Das ist dann schon ganz was Wichtiges. Ja, auch das Webbrowsing geht und welcher Zufall, ich browse dann natürlich in mein detailliertes Review. Schaut euch das an, das könnt ihr auf Android Hilfe oder bei China Mobiles finden. Da habe ich einen sehr, sehr detaillierten Bericht geschrieben mit noch genaueren Angaben. Ich zeige euch das deshalb, um euch zu zeigen, dass natürlich auch YouTube hier voll funktionsfähig ist. Mal so ein bisschen kippen, hier spielt das Tageslicht noch eine Rolle, kann man nicht ganz so gut einschätzen. Naja, Musikplayer hat er natürlich auch. Der eine oder andere in meinem Alter wird das Lied kennen, ne? Wenn die Queen wüsste, wozu sie noch genutzt wird, okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir an die Stelle, die Schwäche aufdeckt. Ne? Bei den Performancewerten, die ihr gesehen habt,
erwartet natürlich nicht, dass 3D-Spiele performant funktionieren. Hier kann man erkennen, dass es nicht schlecht abgefilmt, sondern das ist tatsächlich so, dass es ruckelt. Ne? Das ist ein Zeichen dafür, also du bist an deine Grenze gekommen. Hier auch nochmal ein bisschen das Display gekippt. Hier scheint natürlich irgendwie Tageslicht drauf. Ich kipp's dann mal nach einer anderen Richtung, das wäre doch noch besser. Also blickwinkelstabil ist es. Das Display halte ich für ein gutes Display. Interessant ist der Lautsprecher. Ne? Hier wird nicht gefaked. Da geht's, die Öffnung geht zwar fast über die ganze Breite, aber es kommt natürlich nur an einer Stelle raus, genau an der Stelle, wo der Lautsprecher dahinter liegt. Ja, mit 2000 Punkten in diesem Test kommt man eher nicht sehr weit. Jetzt mache ich noch eine interessante Probe, das habe ich noch nie gemacht an so einem Handy, an so einem chinesischen Handy. Ich schließe einfach mal meine Funkmaus an vom Dell Computer, also USB-Funkmaus, und schaue, ob die Tastatur und auch die Maus auf meinem Handy reibungslos. Ja, man kann das Handy sogar mit einer Maus bedienen. Ne? Also klicken, ziehen funktioniert gut. In Verbindung mit dem Wireless Display ist das natürlich so schlecht nicht. Man hat so eine Art kleinen Mini-Computer. Ne? Ich kann ja so jetzt hier mir meinem Stick ein Video einlegen, klicke mit der Maus drauf, beame das an meinen Wireless Beamer und schon ist das Leben glücklich. Dass die Tastatur geht, zeige ich euch auch. Immer ein bisschen schwierig, das abzufilmen. Glaubt es mir, ich drücke das tatsächlich. Ne? Hey. Das ist ein nettes Feature. Sieht man nicht so oft im Test. Jetzt ziehen wir das Ding einfach ab. Das ist ja kein Memory Stick, kann ja nichts kaputt gehen. Und stecken einen Memory Stick dran, um zu sehen, ob dieser auch erkannt wird. Habe ich keine Zweifel. USDG arbeitet ausgezeichnet. Kommt also dieser USB-Speicher zum Vorschein. Ich navigiere mit dem File Manager drauf, kann da reinschauen, kann Datei abspielen, kann Datei übertragen, was auch immer. Bevor er das Ding rauszieht, bitte immer schön trennen, sonst habt ihr mal wenig Freude an dem Stick. Der könnte unter Umständen korrupt werden dadurch. Zum Schluss zeige ich euch noch das chinesische NFC. Hab gerade das Glück, zwei solche Knott-Dinger zu haben. Die müssen sich jetzt irgendwann mal küssen und dann, nachdem die sich sozusagen geküsst haben, hat der eine den Inhalt des anderen. Komisch, oder? Auf der rechten Seite ist sozusagen ein Testkandidat, auf der linken Seite ist der Testkandidat, den ich gestern sozusagen in der Mangel hatte. Jetzt berühren die sich. Unterhalten sich kurz. Er macht die Augen wieder auf und schon ist die wunderschöne Blume gelandet auf meinem Testkandidat. Also funktioniert zuverlässig. Ja, liebe Freunde, das war's. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Fotos von der Kamera. Ich hoffe, dass ihr Gefallen an dem Handy gefunden habt. Mich hat's überzeugt bezüglich seiner nützlichen Fähigkeiten. 1000 mAh Akku, gute Kamera, Metallrahmen, gutes Display, Fingerprinter, das sind so hervorragende Eigenschaften. Dass das Ding wenig performant ist, weiß man, wenn man es kauft. Ich habe es euch ja vorgestellt. Braucht man nicht, solange man nicht 3D-Spiele spielt. Ich spiele 3D-Spiele nicht. Also, Nützlichkeit hat Einzug gefunden. Ich hätte mich gefreut, wenn das Ding noch ein Combat gehabt hätte. Aber der Hersteller ist neu, hat ja noch sehr viel. Ich freue mich auf das U9. Danke für eure Aufmerksamkeit.